Moin Leute, was geht? Euer Chaos hier. Ich habe aktuell ziemlich starke innere Probleme, deswegen erzähle ich heute aber mal ein bisschen was, ne? Ein bisschen was über den Krieg gegen King, ja, gegen uns. Ja? Zuallererst muss ich erstmal klarstellen, den einzigen Feind, den King wirklich hat, ist King selbst. Ja? Ihr seid alles Lutschers. Und das Schlimme ist einfach, normalerweise kennt man ja Krieg, dies, das, ne? Man schickt sich so eine Anfrage hier, oder was hat Anfrage nicht? Nee. Man wird der Krieg am Krieg geschickt und dann bekriegt man sich ein bisschen. Man schießt sich ab auf der Karte und dann irgendwann verträgt man sich, ne? So wie das eigentlich abgelaufen ist, alle Leute, die sich gegenseitig, die uns angekackt haben am Anfang, die uns einzeln Krieg geschickt haben, oder sowas wie Rewe und so, da haben wir mit Leuten wie Cardi von DC und so, habe ich nichts. Also wenn ich da, würde ich sofort den Clan verlassen. Also wer mit den Grünen niemals. Ja, ne? AKA hat also gute Ehre. Ja, die bekriegen sich jetzt einfach, die sind einfach alle zusammen jetzt. Die alle zusammen hängen die auf ein TS. Ja? Und sitzen schon in einem Boot und lutschen sich gegenseitig die Schwänze, die Wichser. Ja? So sieht das aus. Ja? Kadir, weißt du? Der Landsmann ohne Land. Ne? Hat er irgendwelche Gefolgsleute, die auch nicht ganz super im Brain sind. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht mehr einfach nur Krieg. Ne? Die haben teilweise Zweitaccounts bei uns in den Clan reingehauen, um die Basen zu öffnen, um ihm erst ne? Infos rauszukriegen. Ja? Dann sind die teilweise aus DC raus, haben gesagt, boah, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Oh. Haben dann bei uns so, ne, Infos ergattert, die wollten ja angeblich nach uns. Ne? Hashtag Ali und so, ne? Ja, wie machen wir das denn? Kann ich denn nach euch und so, ne? Und dann hat Infos ergattert, ne, wann die Leute online sind, wie das abläuft. Und ist er jetzt wieder nach DC zurück. Also schön Ehrenmann. Schön Ehren-31er, nennt man das ja so, ne? So, dann kommt noch Sir. Sir, der größte Witz überhaupt. Ne? Ohne fünf Clans im Nacken. Trauen die sich gar nicht auf der Karte, schießen dann jemanden weg und schreiben im Global. Oh, haben wir alles alleine gemacht. Alles alleine gemacht, ne? Aber nix. Ja, und der größte Schwachsinn überhaupt ist, dass sich die Leute für mehrere hundert Euro einfach Accounts gekauft haben, um gegen uns zu schießen, fliegen zu können. Ja, aber sie selbst aber nichts hinkriegen. Selbst sind sie einfach die größten Lappen. Dann müssen sich irgendwelche vollen Accounts kaufen. Ja, und dann schießen sie die leer und dann, ja, haben sie nichts mehr. Kaufen sich wahrscheinlich neue, ne? Aber daran erkennt man, was für Einfluss man hat. Ne, ein Clan gegen den ganzen Server, gegen den ganzen Rest. Ja, und dann auch nicht mal auf so fairen Art und Weise, sondern richtig schön hinterlistig. Ja, aber gut. Ne, auf die Ehre. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ne, irgendwann kommt King zurück. Denn King ist viele. Ne? Ja, und wenn nicht, dann ist das halt so. Dann haben wir Pech. Aber auf jeden Fall, wieder Glückwunsch an euch mit euren ehrenvollen Aktionen. Ihr seid irgendwelche. Ah, ne, seht mal, super Jumpen. Alles teleportiert sich. Geil. Ne, sind super Karte. Ne, ihr Feiglinge, ihr Schwachköpfe. Meine Wirklichkeit seid ihr einfach wirklich irgendwelche Riesenschwänze. Arme, kleine Riesenschwänze. Also, wir sehen uns bis dann. Hau da rein. Tschüss.